Und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es ins Hinterland von Albanien. Wir wollen in die Berge und ich freue mich, dass ihr dabei seid und nehme euch sehr gern mit. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, klickt einfach unten auf Abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Und dann lasst uns starten! Wir sind endlich aus dem Verkehr von Tirana entflohen und Richtung Shkodra gefahren. Und hier sind wir jetzt an einem Stausee angekommen, mitten in der Natur. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen die Natur und die Berge hier genießen, bevor wir heute Abend nach Shkodra fahren. Schaut euch doch mal an, wie schön es hier ist. Der See ist sehr klar. Allerdings sind dort vorne Algen und Pflanzen zu sehen. Aber die Menschen gehen hier trotzdem ins Wasser. Und dort im Hintergrund, dort sind die hohen Berge. Ja, wir fahren jetzt einfach noch ein kleines Stückchen weiter, tiefer in die Berge hinein und bewundern die Natur hier. Wir kommen jetzt immer weiter in die Berge. Gerade hat mein Handy im klimatisierten Auto die App geschlossen wegen Hitze, weil es halt hinter der Scheibe hängt. Hier ist ein Stausee, wo wahrscheinlich auch Fischereibetrieb ist, da die Netze da im Wasser hängen. Ja, und ansonsten sind wir hier mitten auf der Straße ganz alleine. Die Stromleitungen hängen hier von Berg zu Berg. Ich habe jemanden getroffen, der kommt mir immer hinterher. Wow. Ach Nina, hallo, wer bist du denn? Na wunderbar. Da fällt man hier nichts ahnend und dann steht plötzlich ein Esel vor unserer Nase. Zutraulich, herrlich. Na dann, guten Appetit. Wie geil, es wird ja immer besser hier. So, jetzt haben wir alle Tiere abgehangen und es geht weiter in die Berge hinein. Einen schönen Picknickplatz hier direkt am See, mitten in den Bergen gefunden. Jetzt machen wir Rast, baden ein bisschen. Ich gehe jetzt hier ein bisschen am Ufer spazieren, weil ich habe Kühe entdeckt. Und dann, bevor wir weiter nach Shkodra fahren, wollte ich noch mal schwimmen gehen. Da sind sie, die Küchen.
Sieht ein bisschen aus wie in Österreich mit dem Berg im Hintergrund, oder? Jetzt sind wir wieder ein Stück weiter unten. Die Straße führt hier einfach immer so an den Bergen entlang und hier sind Haufen Tiere. Schweine, Esel, Kühe, Hühner, Ziegen, haben wir alles schon gesehen. Die sind alle freilebend hier. Ja, wir sind jetzt hier losgefahren an diesem schönen Stellplatz Shkodra. Diese Stadt wurde uns empfohlen. Sie liegt direkt an der Grenze von Montenegro und ich freue mich, sie mit euch erkunden zu können. Hallo aus Shkodra. Ich stehe hier vor der Moschee und wir wollen uns jetzt mal die Innenstadt angucken. Also das ist wirklich mal eine schöne Stadt im Gegensatz zu Tirana und Podgorica, die beiden Hauptstädte von den Balkanländern, in denen wir waren. Aber hier ist es wirklich schön. Ja, jetzt gehen wir noch schnell hier was einkaufen in Albanien. Das ist hier das günstigste Land von allen und darum nochmal schnell eine kleine Runde durch den Supermarkt. Wir fahren jetzt in Shkodra los und unser Ziel ist einfach ein Stellplatz irgendwo am Meer, noch in Albanien, weil wir können ja Montenegro nur Transit passieren und das wollen wir dann von morgen früh an starten. Guten Morgen von unserem neuen Stellplatz. Wir haben hier direkt am Meer geparkt. Hier hinter mir, da ist das Meer. Und wir haben hier direkt am Wald oder an den Bäumen geparkt. Ein schöner Stellplatz, aber ziemlich laut, sodass wir schon um 5.45 Uhr geweckt wurden. Es ist hier ein Sandstrand und hier scheint es auch schon Reinigungsarbeiten zu geben, aber so richtig sauber ist es nicht, aber wie ihr seht, sind hier um 7 Uhr schon Leute und es ist geschäftiges Treiben hier am Strand. Aber eigentlich ziemlich schmutzig. Ich weiß nicht, ob das noch weggeräumt wird, was hier alles liegt. So, jetzt geht's los. Weg vom Strand. Wir fahren jetzt zur Grenze nach Montenegro und von dort aus einfach durchs ganze Land durch bis nach Kroatien. Und ja, wir wollen, also Tendenz ist eigentlich Dubrovnik. Ich war noch nie in Dubrovnik, will mir mal die Stadt anschauen. Ja, ansonsten will ich vielleicht wieder zu meinem allerliebsten Stellplatz kurz hinter Dubrovnik fahren. Wir sind zurück in Montenegro und es hat alles super geklappt. Der Grenzübertritt lief reibungslos und jetzt haben wir 3,5 Stunden Zeit, um nach Kroatien zu kommen. Herzlich willkommen in Dubrovnik. Thank you.
schaut mal, wo ich bin. Kroatien hat uns wieder. Und wir sind an meinem Lieblingsstellplatz hier, direkt am Meer. Oh, ich bin total kaputt. Wir sind jetzt von Albanien bis hierher durchgefahren, fast durchgefahren. Die Grenzkontrollen liefen reibungslos. Und durch Montenegro sind wir komplett durchgefahren. Dann unser erster Stopp war jetzt hier in Dubrovnik. Wir haben uns Dubrovnik angeschaut. Und jetzt abends sind wir hier auf dem Stellplatz angekommen, kochen noch ein paar Nudeln und entspannen ein bisschen. Ich bin total müde. Schaut euch doch mal diesen Sonnenuntergang hier heute an. Echt krass. Hat euch das Video gefallen? Also ich hatte eine wunderschöne Zeit hier im Balkan. Albanien, Montenegro und Kroatien sind wirklich super schöne, tolle Länder mit tollen Landschaften und netten Menschen. Und trotz Corona haben wir es geschafft, einen wundervollen Urlaub zu verbringen. Hat euch das Video gefallen? Dann macht doch einmal Daumen hoch. Und falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, einfach einmal auf Abonnieren klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!